Ich bin Susanna Speicher, wir sind hier im Vollgeladen Wengi. Ich arbeite seit 5 Jahren in diesem Vollgeladen und bin seit 25 Jahren im Volk tätig. Wir haben das Motocross-Rennen bei uns, zum Beispiel heute gerade. Ich bin der Birmin Gehring, der OKA-Chef von Motocross Wengi. Das Rennen findet dieses Jahr das 18. Mal statt. 17 Jahre lang hat es mein Onkel geführt, der Armensprenger. Das Motocross-Rennen ist eigentlich, wie soll ich sagen, wir haben angefangen mit einem Jugendcross und ist auch eigentlich das Ziel, dass ein Jugendcross bleibt. Wir haben auch schon eine Frauen-Europameisterschaft hier in Wengi, also zweimal. Die hat es leider ein bisschen verregnet, aber auch das gehört dazu. Und, ja, aber hauptsächlich ist es so, schon im Zeichen der Jungen. Ich bin Pascal Hofer und bin 11 geworden. Ich bin der Raven Hofer und bin 9 geworden. Also mein Name ist Ueli Schönholzer, wir sind der CG Spül in Wengi. Ich konnte ein paar Jahre das Land pachten, um es bewirtschaften, zum Gras und Heu produzieren von meinen Milchkühen zu Hause. Ich bin Simon und bin 13. Ich fahre seit ich 4 bin mit dem kleinen PV50 Yamaha. Und jetzt fahre ich U16 Cup, 85 Kubik KTM. Mich stört das eigentlich nicht, dass der Motocross macht. Ich finde es eine gute Sache, weil einen Praxisfall habe ich nicht viel. Ich tue es nachher wieder einsäen, dass es wieder Wiese gibt. Also ja, eben vorletztes Jahr, jetzt sind wir ja eben auch da gewesen. Und dann habe ich gesagt, nächstes Jahr fahre ich auch. Also das ist mein Ding. Meine Taktik ist, schön konzentriert fahren und keine Fehler machen. Ein erfolgreiches Rennwochenende ist für mich, wenn ich am Abend mit dem OKA oder mit der Hilfe kann sitzen, sage, wir haben es geschafft. Es war ein schönes Rennen und vor allem unfallfrei. Das ist mir wichtig, weil Gesundheit geht einfach vor. Das sind alles noch kleine Kinder und, oder kleine Kinder, 4, 5, 6 bis 16-Jährige. Und ja, das ist eigentlich das Schönste, wie niemand den Unfall gemacht hat. Alle sind fröhlich, haben ein Lächeln im Gesicht. Das Schlimmste war bei mir mal beim Finger. Nach dem Rennen tue ich alles gruppieren und wieder einsäen, wieder Wiese machen, dass über den Winter wieder etwas wächst und nächstes Frühling kann ich wieder nutzen. Die Folge in unserem Dorf hat eigentlich eine grosse Rolle, weil man sich kennt und die Leute kommen gerne zu uns posten, weil wir es mit Namen ansprechen können. Ja, die Leute im Volk, die kennt man eigentlich vom Gesehen her, man sieht es ab und zu wieder. Die einen, die an der Kasse arbeiten, sind hier als Zuschauer. Mit den 30er-Töpfligen mein Mann, meine 2 Kinder und ich in die Ferien ins Bündnerland raus.